Bonjour, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Ghost of Tsushima. So, in der letzten Folge tut mir wirklich leid, dass die Folge wirklich so kurz war. Ich hatte, mein Gott, mein Controller von Kabel ist mir leider kaputt gegangen, also Verbindung, Trennung. Ich habe das euch gesagt, aber ich habe selber gesehen, es konnte nicht, man hat mich nicht gehört. Aber damit ihr jetzt auch Bescheid wisst, ich habe jetzt mir neuen gekauft jetzt, einen neuen Kabel, also zum Aufladen vom Controller. Und jetzt wird das, ich hoffe, das wird nicht mehr, noch nicht mal, noch nicht noch mal so passieren, damit ihr Bescheid wisst. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, lasst uns nicht zu lange quatschen und wir fangen direkt an. Tut mir wirklich leid für die Störung, Leute. Da ist es mir passiert halt. Krach. Ja, wenn da kommt, wenn der Kabel den Geist aufgibt. Okay, weiter geht's. Jin, hier drüben. Zugang hat es gespeichert noch. War beteiligt. Er sprach von Rache gegen den Adachi-Clan. Worauf warten wir dann noch? Er will zu dem Mann, der ihn beauftragt hat. Zu dem Mann, der meine Familie töten ließ. Gehen wir näher ran, sonst hören wir nichts. Hier lang. Folge Masako. Ich will raus. Du bekommst nur kalte Füße. Es ist Unrecht. Was Adachi Vater antat, Unrecht. Dass unsere Familie obdachlos wurde, Vater zu trinken anfing. Er hat Adachi bestohlen und Vater trank schon immer. Hör zu, wir drehen das Ding. Und du nutzt das Geld zur Flucht. Nimm deine Familie und kehre den Mongolen den Rücken. Bringen wir es hinter uns. So, weiter geht's. Geh. Ihn nach. Bleibt unten, sonst sehen sie uns. Verfolge die Spur der Brüder. Da waren Kinder. Es war nicht meine Hand. Ich lieferte nur die Waffen. Feigling. Das heißt, Fürstin Masako hat überlebt. Die alte Frau? Was kann die denn schon tun? Ich sollte ihn hier und jetzt töten. Noch nicht. Okay, jetzt erfahren wir bald die Wahrheit. Du sagtest, er kommt allein. Er will bestimmt bloß Eindruck schinden. Schließlich ist er immerhin ein Fürst. Diese Narren gehen in eine Falle. Warten wir ab und sehen, was passiert. Überlass mir das Reden. Ihr wartet hoffentlich nicht schon lange. Wer von euch ist um? Das bin ich. Habt ihr unseren Lohn? Nein, Omura gehört mir. Na, was machst du da? Plündere die Banditen. Er hat von einem Brief gesprochen. Vielleicht hat er ihn noch bei sich. Meine
Ich schaue nach, ob die Banditen etwas haben. Ein Brief. Über Omura. Ihr sollt einen Mann namens Omura in den Omogi-Buch treffen. Er will mich erpressen. Tötet ihn. Ich bewege Gelder aus Kushi und bezahlte euch, wenn die Aufgabe erledigt ist. Diese Nachricht trägt das Clan-Wappen, das auf der Liste des Gasthauses war. Über die Bezahlung. Drohen Sie nicht. Drohungen sind nicht nötig. Ich bringe die Zahlung gerne nach Omogi im Austausch für euer Schweigen. Bis dahin seid versichert, dass eure Diskretion geschätzt wird und ihr großzügig entlohnt werdet. Das war eine Falle. Wer immer eure Familie tötete, wollte Omura mundtot machen. Der Feigling verwischt seine Spuren. Dieser Notiz nach zu urteilen, brauchte er dringend Geld. Dann kann sein Clan nicht reich sein. Oder er hat keinen Clan. Ihr glaubt, der Mörder meiner Familie ist kein Samurai? Vielleicht will er einer werden. Einen Clan gründen. Und dazu plündert er die Leichen des Adachi-Clans. Nur wenige besitzen einen so ruchlosen Ehrgeiz. Das nützt mir. Grenzt meine Suche ein. Ruht euch erstmal aus. Diese Jagd zerrt euch auf. Bis ich den Verantwortlichen finde, gibt es keine Ruhe. Ich habe noch in Kushi zu tun. Wir treffen uns dort. Talisman des der Entschlossenheit 2. So, machen wir mal die mythische Geschichte. Mein Herr, bitte. Ich habe eine Nachricht für euch. Was ist denn? Ein Dämon tötet mich, wenn ich euch seine Geschichte nicht erzähle. Hört schon auf. Dämonen sind nur Legenden. Dieser nicht. Sein Name ist Kojiro. Und er kann nicht sterben. Vor vielen Jahren war Kojiro ein Strohhut-Ronin. So furchtbar, tödlich und blutrünstig, dass seine eigenen Brüder sich gegen ihn wandten. Von früh bis spät kämpften Dutzende Strohhüte gegen Kojiro. Er erschlug sie alle. Wer an jenem Tag entkam, verstieß Kojiro aus den Strohhuträngen, doch trat ihm nie wieder entgegen. Die Todesgeister waren von Kojiro so beeindruckt, dass sie seine Rüstung segneten und ihm einen unermüdlichen Schwertarm verliehen. Jetzt ist er mehr als nur ein Mann. Er ist ein legendärer Mörder. Als die Strohhüte unser Volk verrieten und sich den Mongolen anschlossen, hießen sie Kojiro wieder als Bruder willkommen. 5 Mörder aus den Reihen der Strohhüte haben zusammen mit Kojiro geschworen, euch zu töten. Kojiro lässt mich wissen, dass ich gejagt werde. Ich werde auf der Hut sein. Das müsst ihr nicht, mein Herr. Kojiro erweist euch die Ehre eines Duells. Doch ihr müsst euch das Privileg verdienen. Und die 5 Strohhüte in seinem Dienst besiegen. Es scheint, als hätte ich die Herausforderung unwissentlich angenommen. Dann wisst ihr, dass sie überall in der Region warten und euch mit unschuldigen Menschen zu sich locken. Ich setze dem ein Ende und bringe Kojiro den Tod, wie es vor Jahren hätte geschehen sollen. Seid vorsichtig. Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen. Ich bin gar nicht sicher, ob er ein Mensch ist. Die 6 Klingen des Kojiro. Lass uns mal da hingehen.
Finde die Strohhut-Assassine in Toyotama. In Was? Ah, in Toyoyama. Okay, einen kleinen Moment noch. So, ich bin wieder da. Okay, ich bin wieder da. Ich musste kurz was checken. Aber ist jetzt alles richtig? Okay, in Toyotama muss ich die finden. Wo ist der Scheiß? Da hat es mir gezeigt. Fürstin Sanjo. Toyo. Ah, Toyotama. Da! Finde die Strohhut-Assassine in Toyoyama. Machen wir mal. Nein, du sollst nicht. Weiter. Perfekt. Deine Entschlossenheit steigt. Maximale Entschlossenheit erhöht. Okay, gut. Also ich soll die Ronin finden. Ne? Dann finden wir die Ronin. Wo ist das? Wo sind die? Ich laufe einfach so in die Gegend und gucke mal, ob ich die finde. Hier! Kein Ronin.
Okay. Kanonen zu sehen. Als Rose diese Strohhüte-Kopfe. Weil wir einen Hut haben. Ich hoffe, das sind die. Ah, war ja klar. Zieht eure Klingen! Sind die nicht. Eins. Zwei. Drei. Sie töteten meine ganze Familie, Herr. Das tut mir leid. Wo war das? An der Kreuzung. Sie halten jeden auf. Wer nicht zum Sklaven taugt, wird getötet. Geht und trauert um eure Familie. Überlasst die Mongolen mir. Haben wir erledigt. Da, diese Richtung. Wo ist das? Gehen wir dann die hier. Los jetzt, Nobu! Nein. Legion Farsinta! Ja, Sumpe! Perfekt! Gut, Legendepunkt erreicht. Mal gucken, finde ich Strohhut-Ronin. Hey! Ah, gefunden, ich glaube. Lass ihn bluten! Ah, verdammt doch mal! Es gibt keine Kommen.
Ah, nein, 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 nein! Oh, das gibt doch, das gibt's doch nicht! Ah, oh, ist doch scheiße! Ah, das ist ein Ronin, okay, zum Glück. Sucht mich jemand? Ja! Eins. Zwei. Ah, Strohassassinen. Ah. Oh, das wird schwer sein. Stellt euch und kämpft! Eins, zwei, drei. Erledigt. Seid ihr so feige? Strohhut-Assassinen.
Ach Leute, wisst ihr was? Wir kämpfen direkt. Zeugenschutz. So. Oder? Kämpfen wir! Tot. Ein Fuchs, war ja klar. Komm, Fuchsi, zeig's mir. Wo ist der Fuchs? Und da.
Inari-Schein verehrt. Den Fuchs streicheln. Okay, Leute, ich mache jetzt kurz einen Schnitt, weil ich suche jetzt die Strohhut-Assassine. Wenn ich die finde, werde ich sofort sagen, werde ich in der Karte aufzeichnen, wo das ist. Also Leute, wir sehen uns dann. Bis dann. Okay, Leute. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ich hab's noch mal in Google nachgelesen. Also Internet, was das genau gemeint wird, also man muss die die Strohhut-Assassinen, die wollen wir bekämpfen, Duelle herausfinden. Also mit denen kämpfen sollte man mit denen. Und jetzt weiß ich ganz genau, was die gemeint haben. Ich habe alle 5 ja besiegt. Moment. Den habe ich ja besiegt. Duell untere Herbstblätter. Okay, den habe ich noch nicht besiegt. Okay, den müssen wir noch besiegen. Pferd. Oh, ein Banner. Zufall. Nein, was mache ich da? Wow, das war ein heftiger Tod. Kann ich da wenigstens springen ins Wasser? Aber ich hoffe, es funktioniert. 1, 2, 3 und springen. Geht nicht! Geht nicht! Was ist das für eine Scheiße? Jetzt will ich eine Abkürzung nehmen. Dann müssen wir eine andere wegnehmen. Dann müssen wir wohl ein anderes Scheiß wegnehmen. Ich glaube, ich weiß schon wo. Also wir müssen alle 5 Strohhut-Assassine, wo man mit denen duellieren muss, alle erfüllen. Sonst kann man das nicht erreichen.
Da, der letzte. Endlich. Ich war des Wartens schon überdrüssig. Dann sprechen wir. Das ist Wahnsinn. Ihr seid kein Krieger, nur ein mordender Hund. So gefällt mir das. Na los, Sakai. Ich habe mich schon darauf gefreut. Letzter Duell. Duell unter Herbstblättern. Kanetomo heißt er. Sie wären noch am Leben, wenn ihr schneller gekommen wärt. Jetzt bin ich hier. Aha. Oh, Scheiße. Aber die sind so schnell, die Dinger. Die Leute. Ah, verdammt doch mal! Noch nicht wahr sein. Oh. Bei den Göttern. Aber wieder von vorne, jawohl. Also ich verspreche euch, dieser versagt mir nicht. Jetzt bin ich hier. Komm her. Ach, die sind so schnell. Oh, trotzdem erwischt er mich. Ah, war ja klar. Was? Entschuldigung, ich nehme dieses Versprechen jetzt zurück. Ah, jetzt bin ich 100% sicher. So. Sie wären noch am Leben, wenn ihr schneller gekommen wärt. Jetzt bin ich hier. Ja.
Komm her, komm ruhig her. Jetzt reicht's mir. Jetzt 100% sicher. Duell unter Herbstblättern. Werdet nie mehr töten. Ich muss mich dem Mann stellen, der die Ronin schickt. Der Musikant der Omugebucht weiß vielleicht, wo Kojiro ist. Okay, Gott. Schwertschmied, okay. Da ist der Schwertschmied. Wie heißt er denn gleich? Sag ihr es mir. Der Mongolengeneral. Gut. Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu bearbeiten, mein Herr. So. Spiegelblatt poliert. Härter als der Stahl. Erstmal Geschenkaltar gehen. Alle 5 Ronis erledigt. Achso, das will ich, wollte es euch zeigen. Da ist ein Ronin. Da. Der vierte. Warte mal, oder? 1, 2. Drei. 4. Wo ist der fünfte? Achso, und 5. Da ist die. Das sind die. Bitte merkt das euch. Als Geist aus Fleisch und Blut seid ihr nicht so furchterregend. So. Sprich mit den Omugebuchen, mit den Musikanten, mache ich. Fürst Sakai, den Göttern sei Dank. Kojiros Strohhüte, mit denen ich kämpfen sollte, sind tot. Er wusste es bereits, mein Herr. Ich sagte euch, er ist kein gewöhnlicher Mann. Ihr habt ihn wiedergesehen? Er kam zurück, meinte, ihr verdient den Tod durch seine Hand. Er wartet in einer Höhle am Omi-Kloster auf euch. Im Territorium meines Clans. Das wird er bereuen. Ihr dürft ihm nicht entgegentreten. Mit seiner dämonischen Rüstung ermüdet er im Kampf nicht. Das werden wir ja sehen. Ich bete für euren Sieg. Dankeschön. Ah, ist auch nicht weit entfernt. Ich dachte schon, wir müssen die Strohhüte da finden, aber ich habe nicht gewusst, was das hier ist.
Dann hätten die schon genauer erklären müssen. Oh, heiliger Buddha, in die Partei, Alter. Wow. So. Okay, Leute. Ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und ein Like da, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht, ich zwinge keinen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich werde das auf jeden Fall lesen und versuchen, euch zu beantworten. So. Dann werde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza. Tschüss.